Noch sind die Konturen verschwommen, doch langsam gewinnt das Bild an Schärfe. Eine Frau im Kanzleramt der Bundesrepublik Deutschland. Eine Frau, die gleich nebenan und doch in einer anderen Welt aufgewachsen ist, die viel über den fernen Nachbarn wusste und nur eins nicht kannte: das wirkliche Leben dort. Als ich das erste Mal in die Situation kam, alleine in einem westdeutschen Hotel zu übernachten, habe ich die Frage gestellt, die dann auch sehr belächelt beantwortet wurde, ob man als alleinstehende Frau im Westen alleine in einem Hotel schlafen kann. Und irgendwie war ich Tatort vorgeprägt. Ich hatte keine innere Sicherheit, also kein Grundgefühl. Jetzt hat sie gute Chancen, die mächtigste Frau im Land zu werden. Cottbus im August. Eigentlich ein Heimspiel für die Kandidatin aus Brandenburg. Doch davon ist nur wenig zu spüren. Die Skepsis, ob Angela Merkel wirklich noch eine von ihnen ist, überwiegt. Harte Arbeit für die Aufwärmtruppe. Heute ist der schönste Tag in eurem Leben. Wir haben heute Kanzlerinnenwetter. Ja? Ja? Und wenn Angela Merkel gleich kommt, verfallen wir in Dauerlächeln. Ja? Weil, brauche ich euch gar nicht sagen, weil sich alle so freuen, dass sie da sind. Bitte erheben Sie sich und begrüßen Sie mit einem Riesenapplaus die neue, zukünftige Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Hier kommt Angela Merkel! Zurufe, Pfiffe und Applaus prallen an der undurchdringlichen Mauer aus Sicherheitsleuten und Fotografen ab. Erst oben auf der Bühne ist sie für die Zuschauer zu erkennen. Volksnähe sieht anders aus. Wenn wir das alles schaffen wollen, dann müssen wir ein paar Dinge verändern. Und dann will ich Ihnen noch eins sagen. So viel Veränderungen, wie alle, die hier auf dem Platz sind, seit 1990 durchgemacht haben. So viele Veränderungen hat es in den alten Bundesländern in den letzten Jahren nicht gegeben. Und deshalb brauchen wir nun gar keine Angst vor diesen Veränderungen zu haben, sondern wir sollten mutig vorangehen und sagen, wir wollen das Wohl von Deutschland. Von heute auf morgen das Leben auf den Kopf stellen. Angela Merkel kennt das nur zu gut. 1990. Sie wird stellvertretende Sprecherin der DDR-Regierung. Hätte mich da besser mal reden lassen. Darf ich Sie nicht mal bitten, dass wir machen jetzt hier nichts. Lassen Sie doch den Mann mal ohne Kamera bis in die Volkskammer gehen. Aber stellen Sie sich wenigstens dorthin. Das ist doch wirklich nicht schön, wenn der kaum, dass er durch die Tür kommt, immer so ein Mikrofon in die Hand gehalten kriegt. Dann sagt er gar nicht. Er sagt sowieso nichts. Wir haben außer ein paar blöden Aufnahmen nichts. Meist sagt er doch was. Meist sagt er nicht immer. Und ich muss sagen, das nimmt hier Form an, wenn ich hier was zu sagen habe. In der Kammer, dann würde ich. Ich hatte damals so das Gefühl, wir müssen jetzt irgendwas tun. Die, die früher Politik gemacht haben, die können es ja nicht weitermachen. Also muss es Menschen geben, die sich interessieren, die in eine Partei gehen. Und insofern ist man dann losgezogen und hat sich auch erstmal orientiert. Denn ich hatte natürlich zu DDR-Zeiten nicht im Sinn, mir nun genau zu überlegen, was würdest du eigentlich machen, wenn plötzlich die deutsche Einheit käme oder Demokratie käme. Politik statt Physik, Volkskammer statt Akademie der Wissenschaften. Sie schlittert in ein völlig neues Leben, aber sie fällt nicht. Was ich damals noch nicht so gesehen habe und ihr auch nicht zugetraut habe, dieses Durchsetzungsvermögen. Denn damals wirkte sie außerordentlich bescheiden und zurückhaltend und war eher selbstkritisch oder selbstzweifelnd. Moskau, London, Paris. Angela Merkel ist immer an der Seite des Ministerpräsidenten. Ich habe also auch andere Mitarbeiter gehabt, die sagen mal in Paris denn sehr spät oder sehr früh morgens erst ihr Quartier fanden und am nächsten Tag nicht so gut brauchbar waren oder sowas. Das wäre bei Angela nicht passiert. Keine Eskapaden. Es dauert nicht lange, bis Kanzler Kohl auf die engagierte Pressesprecherin aufmerksam wird. Für ihn die Idealbesetzung für das Amt der Familienministerin. Jung, weiblich, aus dem Osten. Ich saß plötzlich im Kabinettssaal, von wo ich sonst immer Fernsehbilder gesehen hatte. Und plötzlich war ich Teil dessen. Ich hatte ja noch nie mich mit einem Beamtenapparat beschäftigt. Ich kannte die Beförderungsstufen nicht ordentlich. Zu mir kamen dauernd Menschen, die gesagt haben, mein Vorgänger oder Vorvorgänger hätte ihnen dies und jenes versprochen. Also damit musste ich mich erst einmal auseinandersetzen. Wieder wird sie in ein völlig neues Leben geworfen.
Diesmal mit Dienstwagen und Sekretärin. Ihr ungewöhnliches Auftreten, eine permanente Irritation. Ich habe sie als jemand empfunden, der sich so mit dem üblichen Betrieb, den wir so aus Bonn kannten, mit dieser Routine und wie man sich auch dem Medienbetrieb unterwerfen muss und so, das alles hat sie überhaupt nicht mitgemacht. Da war sie ja nun ganz, ganz eigen. Es war mir immer klar dann im Laufe der Jahre, dass diese Frau unterschätzt wird, dass immer nur das Äußerliche, das heißt ihre Gehemmtheit, eine gewisse Gehemmtheit hatte sie, nur das wahrgenommen wird und jeder gedacht hatte, naja, mit der ist leicht Kirschen essen oder die kann man über den Tisch ziehen. Ein Jahr zuvor hat sie als Physikerin noch Zahlenreihen interpretiert. Jetzt leitet sie Sitzungen, tritt im Fernsehen auf und statt der Straßenbahn nimmt sie den Hubschrauber. Angela Merkel lernt, staunt und manchmal wundert sie sich auch. Damals war ich total entsetzt bei einer der Kabinettssitzungen, als eine Journalistin, auch noch eine Frau, mal unter den Stühlen lag als Fotografin und meine schiefen Absätze irgendwie fotografiert hat und die dann plötzlich Gegenstand der Betrachtung waren. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Also das war dann eine neue Erfahrung. Noch wirkt ihr Auftreten kaum kontrolliert und ohne jedes Kalkül. Wieso sind Sie, haben ja hier wirklich gerockert. Ja, also, doch. Das ja, was ich da sehen Sie das so? Sicherlich. Ach, das tut mir das, wirklich gut. Nein, was ich heute da, ich war wirklich tief verändert. Ja? So ja. Diese ganzen Pressezusammenstellungen und so. Sie ja. haben das dann ja. mit großer Systematik vorangebracht, auch dann diese Prospekte von der Infobörse. Also ja. ich war ja. da wirklich schön. Das freut mich also wirklich. Hat mir einen unheimlich guten Eindruck gemacht. Wenn Sie das so sehen, doch was. Und noch spricht sie spontan aus, was ihr, dem Neuling in diesem Geschäft, auffällt. Ich habe die Bundesrepublik eigentlich fast nur so kennengelernt, dass ständig irgendwo Wahl ist. Und man fragt sich dann, früher hat man sich gewünscht, dass man mal richtig wählen kann. Inzwischen frage ich mich, ob denn das alles so dauerhaft auch, na gut ist es schon, aber es ist eben auch ein bisschen strapaziös mit dem ständigen Wählen. 2005 ist es wieder soweit, 1. Juli. Der Regierungschef persönlich bittet heute um seine Entlassung, will aber bald wieder eingestellt werden. Und ganz Deutschland schaut zu. Das weiß auch die Kandidatin. Heute soll sie dem Kanzler die Schau stehlen, sich als Nachfolgerin profilieren. Doch dann passiert das, was häufiger passiert, wenn sie unter Druck ist. Und deshalb sage ich, Rot-Grün kann unser Land nicht mehr regieren. Die PDS darf unser Land nicht regieren. CDU und CSU gemeinsam mit der SPD, FDP. CDU und CSU gemeinsam mit der FDP. Wir können, meine Damen und Herren, CDU und CSU gemeinsam mit der FDP, ich sage es nochmal für alle verständlich, wir können. Ich war erkältet, also sowieso sehr konzentriert auf meine Stimme und die SPD hat unablässig geschrien. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich zu sehr in die Seite der SPD geguckt habe und habe SPD gesagt, dass es, obwohl ich FDP sagen wollte. Und ich habe jetzt bei der letzten Bundestagsdebatte mich entschlossen, nur noch in die eigenen Reihen zu gucken. Und das ist psychologisch sehr entlastend. Und trotzdem zeigt sich bei so einer Rede, wenn Sie gesundheitlich jetzt nicht topfit sind, dann haben Sie schon immer ein kleines Handicap. Man kann immer noch eine Rede halten, aber es ist schon von uns, wird auch erwartet, dass wir eigentlich meistens in Hochform sind. 1994, Karneval im Kanzleramt. Mit vielen Zwergen und einem Riesen. 4 Jahre arbeitet Angela Merkel nun schon in Bonn und fühlt sich manchmal immer noch auf einem anderen Planeten. Und dann will ich mich für die vielen Orten bedanken. Für die Damen und Herren von der Presse ist das wenigstens ein Beweis dafür, dass mein Genick noch so stark ist, dass ich das für eine Weile ertragen kann. Das Man ist natürlich ein Underdog in einer Gesellschaft, die sozusagen einem überlegen ist, wo im Prinzip jeder, der immer da drin gelebt hat, besser Bescheid weiß als man selbst. Das sind Entfremdungseffekte, die, glaube ich, die man nie ganz los wird. Also das glaube ich schon. Dahin gibt es auch wirklich einen Unterschied weiterhin zwischen, zumindest in unserer Generation, zwischen Ost und West.
Über Westfernsehen und aus Erzählungen von Verwandten hatte sie schon als junges Mädchen die Politik auf der anderen Seite der Mauer verfolgt. Jetzt ist sie mittendrin und muss erfahren, wie anstrengend dieses Leben sein kann. Im zweiten Jahr dann, da hat man auch wirklich gesehen, wie plötzlich das Amt, das heißt der physische Stress und Verschleiß, ihr zu schaffen macht. Also sie hatte Augenringe. Man sah richtig auch, dass es einfach ein Stressberuf jetzt geworden ist. Und sie war auch immer ein bisschen hölzern in der Bewegung, also nicht locker irgendwie so, sondern wo tue ich meine Arme hin? Und ich glaube, das sind so Bilder auch, wo man das genau sieht, dass sie noch eben etwas ungelenk war in ihrer eigenen Präsentation, also nie für die Kamera präsentiert. Und in dem Moment, wo eine Kamera auf sie gerichtet ist, versteift sie in einer gewissen Weise. Und die Lebendigkeit in ihrem Gesicht ist dann auch gewichen. Jeder Augenblick, jeder Gesichtsausdruck wird festgehalten. Und eine Pressekonferenz reicht aus, um Bilder für jede Schlagzeile zu liefern. Je nach politischer Couleur der Berichterstatter war sie an diesem Tag mal strahlend, mal abgekämpft oder bemüht charmant. Fotos als Beweismittel für die Sicht des Betrachters. Auch ihre Stippvisite bei deutschen Soldaten im Kosovo soll vor allem Bilder und Schlagzeilen liefern. Die CDU-Politikerin kennt die Regeln dieses Spiels mit den Medien. Ganz beherrschend tut sie es nicht. Bei den tatsächlichen Gesprächen sind die Journalisten ausgeschlossen. Was bleibt, ist ein Politmovie mit einer bemühten, aber eher untalentierten Hauptdarstellerin. Alle mal ein Stück, ein Meter weit zurückgehen, dann haben Sie auch alle mehr Platz. Mal alle mal ein Meter weiter zurückgehen. Geht das? Wenn Sie hier so lieb sind, können Sie ja bitte etwas zurück. Frau Merkel, komm hier und wir haben ein Bild. Nee, nee. Sonst können wir meinen Arm schön zeigen. Ja, die Essensgenüsse gehören auch zu dem, was Gott uns geschenkt hat an guten Gaben. Dort unsere Betreuungseinrichtung, die Oase. Das wäre mal, und dort hinten ist der Keiler, das ist ein italienisches Restaurant, wo man eben italienisch essen kann. Gibt es auch ein deutsches Restaurant? Das ist zum Beispiel die Oase. Da ist, haben wir jetzt einen bayerischen Betreuungsfeldwebel und der bietet also oft bayerische Speisen auch an. Aha. Gute Speisen. Kalbshaxen. Ja, zum Beispiel. Ja, genau. Und dann diesen scharfen Käse, schöne, der oft... Gegen schöne Pasta. Genau. Am Ende bleibt nur Enttäuschung. Auf beiden Seiten. Was ich manchmal schwierig finde, ist, wenn ich zum Beispiel dann ein Zimmer mit Soldaten besuche, dass dann überhaupt keine Atmosphäre mehr da ist, die ein wirkliches Gespräch ermöglicht. Ein Kameramann stand dort auf den Stühlen, darüber habe ich mich zum Beispiel sehr geärgert. Wenn diese Soldaten über 6 Monate haben sie ganz wenig Möbelstücke und dann kommen da einfach so Leute rein und stellen sie einfach auf die Stühle mit ihren Straßenschuhen. Das finde ich nicht in Ordnung. Und so gibt es zwar Bilder von ihrem Besuch bei den deutschen Soldaten, doch ein Bild von ihr kann man sich nicht machen. Wenn man durch die Medienlandschaft geht und immer nur sehr, sehr genau überlegt, was sage ich jetzt, was kann ich jetzt sagen, kann ich denen das sagen, entsteht dann ein öffentliches Bild von einem Menschen, was mit dem, wie der dann in Wirklichkeit ist, nicht mehr sehr übereinstimmt. Und Merkel hat sich auch bei Kohl abgeguckt, dass sie eigentlich darüber, was sie politisch will, nicht redet, weil das dann nachher an dem, was sie durchgesetzt hat, gemessen wird. Sie werden von Angela Merkel immer nur hören, was sie politisch will, wenn sie schon ausgetestet hat, ob sie das auch durchsetzen kann. Wie gut sie bei ihrem politischen Ziehvater aufgepasst hat, zeigt sie im Dezember 1999. Am Ende sind die Rollen zwischen der einstigen Schülerin und ihrem Lehrer vertauscht. Sie veröffentlicht einen Artikel in der FAZ, Thema Kohls Millionenspenden. Ein Alleingang ohne Rückendeckung. Ich habe natürlich damals es nicht für richtig gefunden, dass sie den Artikel ohne Absprache mit mir geschrieben hat. Sie hat gesagt, wenn ich es mit Ihnen abgesprochen hätte, hätte ich ihn ja nicht schreiben können. Denn sie hätten ja dann gesagt, bitte schreiben Sie den nicht. Und das ist dann auch wieder richtig. Merkel erklärt die Ära Kohl für beendet. Die CDU müsse nun, Zitat, ohne ihr altes Schlachtross auskommen. Der Anstoß war, dass ich den Eindruck hatte, dass es die CDU zerreißt, dass kein klares
Statement, also keine klare Aussage zu einer Situation gemacht wird, bei der wir nicht Akteure waren, sondern bei der wir im Grunde getrieben wurden. Wir haben immer wieder durch Presseveröffentlichungen Dinge erfahren. Und ich habe dann versucht, die Aktion wieder in die eigenen Hände zu bekommen, zu sagen, wir klären das jetzt auf, wir kommen an die Unterlagen, wir tun, was wir können. Und in dem Prozess der Aufklärung war es natürlich dann auch wichtig, eine politische Bewertung vorzunehmen. Doch der Artikel ist mehr als eine Abrechnung. Sie formuliert damit auch ihren Führungsanspruch und lässt bald Wolfgang Schäuble hinter sich, den Mann, der sie zur Generalsekretärin gemacht hatte. Nach dessen Rücktritt wird sie seine Nachfolgerin als CDU-Vorsitzende. Sie hat eine nüchternere Bewertung von persönlichen Beziehungen, sondern es geht ihr mehr um die Politik und um die Sache, nicht so sehr um persönliche Beziehungen. Bei Kohl konnte man gelegentlich den Eindruck haben, dass das für ihn relativ eine starke Rolle gespielt hat. Heute ist sie fast ganz oben und der einstige Förderer steht am Rand und applaudiert ihr. Zumindest tut er so. Ich glaube, dass dieses Land und eben auch viele, die sich mit Politik auseinandersetzen, einfach überhaupt noch kein Rollenmuster haben für eine Frau in dieser Position. Und dass deswegen gelegentlich dann Eigenschaften, die man bei einem Mann bewundernswürdig findet, also nüchtern und hart zu sein, bei einer Frau als negative Eigenschaften beschrieben werden. Wenn man aber richtig drüber nachdenkt, merkt man, dass das nicht stimmt. Wir wollten ja keine. Was wäre denn das Gegenteil, dass sie nicht nüchtern wäre und weich? Ich will Deutschland dienen. Am 30. Mai ist sie vorerst am Ziel. Sie wird Kanzlerkandidatin. Doch eine Stufe fehlt noch bis zur Spitze. Und dafür lächelt, rennt und redet sie fast rund um die Uhr. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Wer zur Wahl steht, muss sich auch zur Schau stellen. Sicherlich der Teil, der ihr am wenigsten liegt. Doch sie fügt sich. Aus Angela Merkel wird die Kandidatin Merkel. Und die ist modern frisiert und modisch gestylt. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Sie tun ich alles. Dann wollen wir ja nicht gleich gehen. Okay. Können Sie nicht so ein halbes Brot machen? Da, wo war das? Ja, okay. Das mal so. Genau. Und da schütten Sie das jetzt. Wünsche werden Eier. Das macht er dann nochmal. Einmal rein. Jetzt beißen Sie einmal rein. Das ist natürlich das Schönste. Ja. Mit Appetit, ja. Mit Appetit, sehr gut. Zum Wohl. Ein Foto machen wollen. Ja. Vielen Dank. Auf dem Ausschussvorsitzenden für Tourismus. Da sollten wir nachher einen extra Cup nehmen. Kommt zum späteren Abend dran. Schmeckt da gut. Ja, das ist gut. Ja, ich habe einen trockenen bekommen. Was war das? Welchen hatten Sie eingeschickt? Silvana ist das. Ja, ja. Den Silvana. Hier, der Silvana. Also, Peter, wir trinken noch mal mit unserer Frau Vorsitzenden. Ja. Jawohl. Rückzugsmöglichkeiten, private Nischen gibt es kaum noch. Das ist vielleicht das Schwierigste, dass ich mir manchmal meine Terminpläne angucke und weiß, in den nächsten 4 Wochen hast du eigentlich keinen Wochentag mehr, an dem noch 2 Stunden am Stück frei sind. Und sich trotzdem das Leben nicht verdrießen zu lassen, sondern fröhlich zu sein, aufzustehen und zu sagen, okay, das ist mein Plan, aber ich freue mich auch auf die Termine. Das halte ich für ganz wichtig und das ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache. Ihre Sache war es nie, über ihr Privatleben zu reden. Im Wahlkampf aber gilt diese Merkelsche Doktrin nicht mehr. Sie redet über Kinder, Mode und Gefühle und lässt sich sogar mit ihrem Mann im Urlaub fotografieren. Mich stört hier das ganz oben da, diese Turnschuhe von Karstadt Kohlrabi aus dem Garten. So fast anbiedernd Menschen wie du und ich gemacht wird. Auch in der Kleidung, in jedem dieser Punkte. Das stimmt sogar. Bin ziemlich sicher, dass da nichts dran manipuliert ist. Aber das ist eben etwas anderes. Die private Atmosphäre kann ich in die Massenkommunikation nie übertragen. Ich muss da bestimmte Stilelemente wahren und deswegen hätte ich das ein bisschen anders gemacht. Im Sommer 2000 war noch alles einfacher. Die frisch gewählte Parteivorsitzende war für viele immer noch die unbekannte Frau aus dem Osten. Auf ihrer Sommertour sucht die Politikerin das Gespräch mit den Menschen. Ganz egal, wie sie frisiert sind. Sie haben aber eben gesagt, dass Sie gegen Schwule hin sind. Ja, Sie haben irgendwas gegen. Warum soll die Lebensgemeinschaft von Schwulen nur gleichgestellt werden mit einem? Warum dürfen Sie nicht offiziell heiraten? Ja, weil
Ich habe ja gesagt, wir sind tolerant und wir haben nichts dagegen. Das redet ihr euch ein, dass wir was dagegen haben. Einfach mal richtig heiraten dürfen, oder? Wieso nicht? Hey, zwei Schwule, zusammenleben. Ihr ganzes Leben, ja. Der eine stirbt, was mit der andere, weißt du, der kriegt überhaupt nichts. Weißt du? Ja, Unterhaltsverpflichtung bin ich der Meinung. Das muss man einfach mal regeln, wenn sie richtig heiraten dürfen. Bei uns verheiratet ihr ganzes Leben lang Mann und Frau zusammenleben, sind der eine auch nicht. Das ist aber scheiße. Na gut. Wer heute bei öffentlichen Veranstaltungen zu Angela Merkel durchdringen will, hat so gut wie keine Chance. Mit der Macht wächst die Unnahbarkeit. Diese Erfahrung machen auch Journalisten. Gestatten Sie eine Frage ganz kurz. Frau Merkel, entschuldigen Sie bitte, können Sie uns ganz kurz ein Interview geben? Nein, kann ich jetzt nicht. So, wir machen jetzt noch zwei Bilder und dann ist okay, ne? Beantworten Sie auch eine Frage, Frau Merkel? Nein, besser noch nicht mal. Sie haben sie nicht mal vorgestellt. Wir sind von Spiegel TV. Ja, genau. Wir würden gerne wissen, wie die ersten Tage waren. Ich würde... Kanzlerkandidatin. Ich könnte mir mal die Leute hier vom Hals schaffen. Ich weiß auch gar nicht, wo die Kameras stehen, ob das jetzt sinnvoll ist, ob ich da von hinten gezeigt werde oder von vorne. Das heißt, ich nicht, weil ich keine Fragen beantworten will, sondern weil ich gerade beim Fernsehen den Zusammenhang zwischen Frager und Kamera oft überhaupt gar nicht sehe. Die Karriere der Angela Merkel ist die Geschichte einer Verwandlung. Schnell wie kaum jemand sonst hat sie die Regeln der Politmännerwelt gelernt. Ich bin sicherer geworden, ich bin entschiedener geworden. Ich habe natürlich unendlich mehr die Emotionen der Partei verstanden, bin auch, wie ich sagen würde, heute dort zu Hause. Und ja, aber vor allen Dingen bestimmter und sicherer. Die schwierigste Aufgabe auf dem Weg nach oben bleibt, sich nicht selbst zu verlieren. Man verliert wahrscheinlich ein Stück Unbefangenheit, aber das ist das ganze Leben so. Man verliert Jugend und gewinnt Erfahrung. Wer so viel über sich ergehen lassen muss, auch zum Teil wirklich persönliche Verletzungen hinnehmen muss, wie sie sie hinnehmen musste, ohne den Panzer, den meiner Meinung nach zum Beispiel Männer automatisch in dieser Rolle haben, dann kann das nicht ohne Spuren bleiben. Sie hat gelernt, hart zu sein. Wie weit diese Härte sie dann auch verändert hat in ihrem Menschsein, diese Frage lasse ich offen. Kurz vor der Wahl wird es noch einmal spannend. Die Sozialdemokraten legen zu, die schwarz-gelbe Mehrheit wird ungewiss. Im Konrad-Adenauer-Haus wächst die Nervosität. Wie häufig am Tag wünschen Sie sich den Wahltag herbei? Manchmal vielleicht am Abend, dass man sagt, jetzt noch so und so viele Tage. Aber ich habe, gerade wenn es in die Endphase eines Wahlkampfs geht, fast mehr den Blick immer auf das nächste Ereignis, die Konzentration auf die nächste Aufgabe, als dass ich jetzt unendlich da sitze und sage, die Zeit möge vergehen. Die vergeht schon von alleine und im Grunde vergeht sie sehr schnell. In einer Woche wird man wissen, ob die Zeit auf ihrer Seite war. Okay.